Und zu uns in die rote Ecke bitte Alexander Petkovic. Senat Hadjic in der blauen Ecke ist 40 Jahre alt, wiegt 115 Kilo, die hat er gestern auf die Waage gebracht und ist 1,90 Meter groß. Er hat heute sein Profidebüt. Sein Trainer ist Alan Mahadjic und wie gesagt, er ist aus Tesla, Kroatien. In der roten Ecke Alexander Petkovic. 32 Jahre jung, 117,2 Kilo, 1,91 Meter groß. Sein Profidebüt war am 13. Dezember 1997 und sein Trainer ist André Kurz. Alexander hat insgesamt 53 Kämpfe bestritten, davon 45 Siege und 24 K.O. Er ist EBF-Europameister, WBA International Champion, kommt aus München. Die Punktrichter sind Timo Habichhorst und Dieter Adam und im Ring als Ringrichter Holger Wiemann. Viel Spaß! So, freuen wir uns auf Alexander Petkovic. Einigen vielleicht noch bekannt aus seiner ganz früheren Zeit bei Universum, damals noch als Cruisergewichtler. Inzwischen, wie man sieht, schon eine ganze Weile im Schwergewicht unterwegs. Runde 1. Sein Gegner, Senat Hadjic, im Boxen zwar ein Debütant, aber hat viele K1-Kämpfe bestritten, Kickbox-Kämpfe bestritten in München, eine Kickbox-Größe. Man sieht das so ein bisschen am Stand, da steht immer so ein bisschen auf den Fußballen. Noch mehr, als das vielleicht reine Boxer tun würden. Mal sehen, ob er seine Beine unter Kontrolle hat oder ob er zwischendurch mal zuckt und auch treten will. Aber wie gesagt, ein auch Kampfsport erfahrener Mann, der Senat Hadjic und Alexander Petkovic natürlich sowieso, kommt mit Erfahrung von 53 Kämpfen, 45 Siegen, konnte einige Titel auch sammeln in seiner Karriere. Zuletzt die IBF, sogenannte IBF-Europameisterschaft, diesen IBF East-West-Europe-Titel gesichert, auch WBA International Champion war schon im Schwergewicht. Und hat Großes vor. In seinem nächsten Kampf kriegt er es nämlich in einem Rematch mit der deutschen Eiche Timo Hoffmann zu tun. Den ersten Kampf, da haben viele Petkovic eigentlich als Sieger gesehen, deswegen wollte er unbedingt diesen Rückkampf. Und die Veranstaltung ist geplant für den Mai. So. Hier geht's schon. Recht gut los, beide lauern sich noch ein bisschen. Petkovic arbeitet jetzt gut zum Körper. Hadjic versucht seinen Jab zu etablieren, macht das ganz ordentlich. Guter Kampf bisher. Hadjic zeigt, dass er Kampfsport erfahren ist, also wie gesagt, kein gewöhnlicher Profidebütant, auch im Alter von 40 Jahren natürlich klar. Sehr Kampfsport erfahren. Und das zeigt er hier auch, dass er eben auch boxen kann. Boxt schön mit. Petkovic eigentlich der größere Mann, macht sich aber klein. Versucht immer wieder zum Körper zu kommen. Schlägt eigentlich fast nur zum Körper bisher. Während Hadjic doch den Jab immer wieder
auch zum Kopf von Petkovic raussteckt. Gute erste Runde von beiden. Wir zeigen, dass sie da sind. Aber heute ist es auch viel eindimensional, mal 1-2 durch die Mitte. Petkovic ist natürlich der deutlich variablere Mann, aber trotzdem gute erste Runde von beiden. Die Delegierten heute Abend sind Volker Grill, Michael Denisov und Jörg Lutz. Im Kampfgericht begrüßen wir Dieter Adam, Holger Wiemann, Timo Habichhorst und die Ringärzte Dr. Christoph Götz und Dr. Konstantin Reinke. Seconds out, Ring frei, Runde 2. Ja, beide müssen noch dem Tempo hier schon Tribut zollen, sind schon ein bisschen am Schnaufen. Aber wie gesagt, haben auch eine gute erste Runde gezeigt. Bin mal gespannt, wie das weitergeht, ob sie das über die volle Distanz hier so durchhalten. Oh, da trifft Petkovic zum Körper, trifft auch zum Kopf. Ah, eine Serie von Körpertreffern, aber Sinan Hodzic, der, man sieht das, ist gut durchtrainiert, nimmt diese Körpertreffer im Moment noch. Ja, da war einer auf der Leber. Muss er Zeit nehmen. So. Aber wie man ist dazwischen gegangen. So, wollen wir mal gucken. Versucht es weiter zum Körper, Petkovic. Hodzic nimmt die Treffer zum Körper bisher gut, hat auch seine Ellenbogen da gut geschlossen. So, die Augen, dass er jetzt oben nicht zu offen wird. Ja, da war einer auf der Leber. Geht aufs Knie. Ja, was passiert? Ja, Holger Wiemann wertet diese Reaktion als Aufgabe. Ich meine, der Hodzic, da sieht man dann doch, dass er im Boxring noch zu unerfahren ist. Nimmt kein Knie, nimmt hier nicht die Zeit. Bleibt stehen, aber bleibt gekrümmt stehen. Und ja, also bleibt Holger Wiemann fast keine andere Wahl, als hier das Gefecht schon so früh abzubrechen. Ein erfahrenerer Boxer hätte vielleicht nach diesen vielen Körpertreffern einfach kurz das Knie genommen, hätte sich anzählen lassen, versucht wieder durchzuschnaufen. Sinan Hodzic gibt dann den Kampf in diesem Moment auf. Petkovic hat von Beginn an sehr konzentriert zum Körper gearbeitet. Ja, das sah nicht so aus, als wären die Schläge jetzt extrem hart gewesen, aber es waren ein paar schöne Treffer dabei. Wer schon mal so einen richtigen Schlag auf Leber abbekommen hat, der weiß auch, was das mit dem Gesamtsystem anstellt. Insofern kein Vorwurf hier an Sinan Hodzic. Eine gute erste Runde gezeigt hat. Schade, hätten wir gern mehr gesehen von dem Kampf. Für Petkovic jetzt auch, ja, keine riesige Standortbestimmung, aber natürlich gut für ihn nochmal Ringluft zu schnuppern, bevor es dann gegen Timo Hoffmann gehen soll. Aber den erfahrenen Hoffmann auch so in dieser Form und so leicht aus dem Weg räumen kann, wird sich zeigen. Und der Ton? Der Sieger in der zweiten Runde nach 56 Sekunden heißt Alexander Petkovic. Also. Der 46. Sieg von Alexander Petkovic für Sinan Hodzic, der Ausflug ins Profiboxen erstmal ohne Erfolg. Mal gucken, vielleicht kehrt er jetzt zurück zum K1, wo er wesentlich erfolgreicher schon war.